Eines Tages wird einem klar, dass man nicht mehr weiß, wer die Guten sind. Sie sind FBI-Agent und nehmen an einem Geheimprogramm teil. Inoffiziell. Und was treiben Sie da so? Einbruchsdiebstahl. Körperliche Gewalt. Ich würde mal sagen, so ziemlich alles. Mord? Das gehört nicht zu meinem Repertoire. Opa! Gabe, ich habe nachgedacht. Ich sollte vielleicht meinen Hut nehmen. Nein, Travis. Das ist keine Option. Ich war kein toller Vater, aber ich will der bestmögliche Großvater sein. Das geht erst, wenn du an dir gearbeitet hast. Ich schreibe seit über einem Jahr darüber. Die amerikanische Regierung ermordet unschuldige Zivilisten unter dem Vorwand, die Demokratie zu schützen. Auf Befehl von? Dem Direktor des FBI. Wie viele müssen noch sterben, bis sie nicht mehr wegsehen? Hör auf zu lügen, Gabe. Ich erkläre dir mal, wie es zwischen uns läuft. Du arbeitest für mich und bist meine Waffe. Ich bin raus. Ich rate dir, dich ein bisschen erkenntlich zu zeigen, wenn du ein normales Leben führen willst. Für mich ist jetzt Schluss. Wo ist meine Familie? Wenn ich rauskriege, dass du was mit dem Verschwinden meiner Enkelin zu tun gehabt hast, dann brauchst du mehr Personal. Du bist erledigt, bevor der Tag vorbei ist. Ich habe alles immer nur für dich getan. Würdest du wirklich auf mich schießen, Travis? Ja, würde ich. Opa, gehörst du zu den Guten? Ich gebe mir Mühe.